Schön, dass Sie dabei sind beim Neujahrsempfang. Ich freue mich, dass wir wieder eine Band an Bord haben. Nicole Siegel, Aaron Pöllet am Piano. Zusammen sind Sie Nila, Sie haben aber noch zwei Musiker mitgebracht und mehr von euch gibt es dann später, den ganzen Abend im Erdgeschoss. Und wir haben noch was verändert, wir haben einen Barmann mitgebracht, das ist Markus Kern. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, Dankeschön. Und nicht, dass Sie denken, ja, ist ja toll, dass Sie da oben hier Cocktails trinken, Wein und so weiter. Das ist Roland Borros, normalerweise Pressesprecher hier im Haus, heute Ihr Ansager. Ich bringe Sie durch den Abend und wir machen erstmal einen Check-up, ob alles funktioniert, ob die Arme fit sind, ob Sie Energie mitgebracht haben. Wer von Ihnen war schon beim Neujahrsempfang der IHK Wiesbaden? Einmal den Arm heben. Ah, oh, ja, sieht gut aus. Wo haben wir die Newcomer? Wer ist heute zum ersten Mal dabei? Okay. Think about what you're trying to do to me. Think, let your mind go, let yourself be free. All you gotta think, think. Ja, schauen wir mal auf eine Geschichte, die uns gerade besonders bewegt in diesen Wochen, und zwar die IHK-Vollversammlungswahl. Hat gerade angefangen, 18. Januar. Wie nehmen Sie denn persönlich diese Zeit wahr? Ja, spannend, sage ich. Es ist natürlich total spannend für uns, weil sich in den nächsten Wochen entscheidet, mit wem wir hier 5 Jahre lang sehr intensiv im Ehrenamt zusammenarbeiten werden. Und Kandidatin, es geht um 63 Sitze am Ende in der Vollversammlung. Wie sieht denn das Kandidatenfeld aus? Also ich würde sagen, wir haben alles. Unsere drei großen Wahlgruppen bilden eigentlich alle Branchen ab. Das geht los bei Industrie, Banken und Versicherungswesen. Das geht über Tourismus und Handel und das gesamte Spektrum, breite Spektrum der Dienstleistungen. Wir haben also faktisch alle Branchen und in diesen Branchen, können wir sagen, haben wir große regionale Player. Wir haben aber auch ganz kleine Unternehmen dabei, Einzelpersonenunternehmen. Wir haben sehr junge Unternehmen dieses Mal auch dabei, aber auch Familienunternehmen mit einer langen Tradition. Also wirklich, kann man sagen, ein super Mix. Herr Gastel, wir haben es ja mit einem reinen Ehrenamt zu tun, wenn man in der Vollversammlung oder auch in anderen Positionen unterwegs ist. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht ums ehrenamtliche Engagement insgesamt bestellt? Ja gut, Ehrenamt ist wichtig. Das ist letztendlich das Kernelement unserer Gesellschaft, aber natürlich auch der IHK. Und Ehrenamt ist ja nicht nur die Vollversammlung, sondern das sind auch die vielen Prüferinnen und Prüfer in den Prüfungsausschüssen und ganz viele andere, die sich in den Ausschüssen und so weiter hier engagieren. Und ohne dieses ehrenamtliche Engagement würde diese Selbstverwaltung der Wirtschaft einfach auch nicht funktionieren. Insoweit ist das eine ganz wichtige Sache und ich freue mich, dass es tatsächlich auch so viele hier in Wiesbaden und in der Region gibt, die sich ehrenamtlich einbringen. Welche Beziehung haben Sie eigentlich zur IHK Wiesbaden? Eine lange und eine sehr enge Beziehung. Seit ich politisch aktiv bin und das gar nicht nur im Landtag, sondern auch als Stadtverordnete, ist der IHK Neujahrsempfang immer ein Termin, der bei mir ganz fest im Terminkalender stand und steht. Ich würde sogar fast behaupten, ich habe auch noch nie einen verpasst, habe auch in den Corona-Zeiten in digital geschaut. Und ich glaube, es geht allen Politikerinnen und Politikern wie mir. Man ist immer ganz gespannt, was der IHK-Präsident auch an Kritikpunkten vorzubringen hat. Und insofern fühle ich mich natürlich auch die IHK in Fragen der Wirtschaftsförderung, in der Frage der, auch mit im Hinblick auf die Frage, was man als Politik für die Wirtschaft tun kann, sehr eng verbunden. Und darüber hinaus natürlich auch einzelnen Mitgliedern und den Unternehmen in Wiesbaden sowieso. Ja, und erlauben Sie mir an dieser Stelle auch meiner Frau und meinen Söhnen zu danken. Eine solche, auch durchaus zeitliche Beanspruchung funktioniert nur dann, wenn Sie zu Hause die Unterstützung haben. Und dafür danke ich euch. Und schließlich und endlich danke ich Ihnen allen für Ihre Unterstützung, für Ihr Vertrauen, das Sie mir in den letzten 10 Jahren geschenkt haben. Auch das ist nicht selbstverständlich. Es war für mich immer eine Ehre, es war eine Freude, mich mit Ihnen auszutauschen, konstruktiv alle Themen, die unsere Region angeht, anzugehen. Und ich glaube, wir haben durchaus auch einiges bewegen können. Und ich freue mich auch darauf, dann mit meiner Nachfolgerin, meinem Nachfolger, das Ganze anders
von der anderen Seite begleiten zu können. Vielen Dank. Bleiben Sie vor allen Dingen der Kammer und allen, die hier tätig sind, weiterhin gewogen, denn die Selbstverwaltung der Wirtschaft ist ein extrem wichtiges Instrument und wir können diese Tätigkeit, wir können das, was wir hier alles machen, nur dann tun, wenn Sie uns auch entsprechend unterstützen. Ich darf mich abschließend dafür bedanken, dass Sie alle heute hergekommen sind und Sie jetzt gleich zu einem kleinen Imbiss, einem Getränk und vor allen Dingen vielen angeregten Gesprächen einladen, diesmal unten im Erdgeschoss. Da haben wir dann viel Fläche, viel Möglichkeiten, wir haben ja schon gehört, mit Bar, mit Lounge Area. Ich freue mich, wenn wir gleich noch alle ins Gespräch kommen und darf mich bedanken und Ihnen für das Jahr 2024 alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit wünschen. Vielen Dank. Applaus